Jo, hey, ich habe mir ein neues Spiel rausgesucht und zwar Dark. Das wurde mir, nachdem jemand mein Little Nightmares gesehen hat, empfohlen, dass ich das spielen soll. Und ich möchte mit euch jetzt gerne einfach durch die gehen, schauen, was auf uns zukommt. Wir können uns mit WASD bewegen. Lauf. Ich habe einfach ins Bett gelegt. Ich habe einfach F gedrückt und war auf einmal im Bett. Jetzt ist. Bin ich in einem anderen Raum und eingesperrt, oder? Mich wundert das, dass ich nicht nach unten laufen kann. Was? Haben jetzt dazu. Hast es ja cool gemacht. Das heißt, wir können. Bin gerade ein bisschen sprachlos, ein bisschen perplex. Sehr richtig interessant gemacht. Mal einfach nur nach Möglichkeit nach links und rechts laufen in dem Spiel. Das vor. Können wir mal Sachen aktivieren, um etwas auszuüben. Muss ich mal hier ein bisschen gucken. Was sagt mir das jetzt hier? Jetzt hier ran, dann kann ich jetzt was umstellen oder wie? Was sagt mir der Indikator, wie ich das umstellen soll? Naja, wir können das ja erstmal deaktivieren. Können wir jetzt hier runterlaufen? Ja, gehen wir erstmal hier weiter. Mal wieder so ein Rad. Ja, Gegenstand, Zahnrad. Geht's nicht weiter. Einfach geil. Es ist einfach geil. Bestimmt irgendwie bewegen. Ah, mit Leertaste kann ich sie auswählen. Ah, okay. Verstanden. Wir haben diesmal also nicht nur kleine Rätsel, sondern wir haben auch interaktive Rätsel. So rein, runter. Wenn das geht, war das ja richtig, oder? Kann das sein? Oder das Spiel uns ja nicht machen lassen, wenn es falsch wäre. Ja klar, wir müssen ja das Zahnrad wieder mitnehmen, weil das jetzt hier wieder einsetzen. Damit wir zurückkommen. Das müssen wir aktivieren. Dann kommen wir wieder hier ran, runter. Das wieder aktivieren, ist wieder oben. Und jetzt können wir bestimmt hier was machen. Das ist ein Zahnrad. Bis jetzt?
setzen das einfach mal hier ein. Die Tür ist jetzt zugegangen. Warum sollte sich auch jetzt irgendwas bewegen? Also es bewegt sich ja so schon nichts. Über. Zahnrad hätten wir bestimmt vorher schon mitnehmen sollen. Das nämlich hier drin lassen. Schlüsselemblem. Nämlich nur vergessen vorhin mitzunehmen. Lässt uns hier nicht vorbeilaufen. Wofür kann der Schlüssel sein? Nicht? Auch nicht. Auf jeden Fall komplett zu. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Gar nicht mehr zu. Ich? Mir ist ja nicht sicher, ob wir den Schlüssel hätten rausnehmen müssen, oder? Nee. Ich verstehe nicht, warum es W und Dings laufen gibt. Wir müssen hier das Ding einsetzen, dann fährt das Teil runter. Aber wir haben ja hier das Rätsel schon gelöst, da passiert auch nichts mehr. Also ich hätte halt gedacht, dass man, weil man ja W und Dings hat zum Laufen, dort irgendwie lang, also nach oben und nach unten kommt. Oh mein Gott, what? Tatsache, geht das. Weißt du, ich komme jetzt hier bestimmt nicht. Holy shit, ey. Das gibt ja gleich mal ganz andere Möglichkeiten. Was passiert jetzt, wenn ich bei beiden Seiten ein Zahnrad einsetze? Los. Tür geht auf. Absolut geil. Das nicht. Irgendwie hier das nächste aus. Ich muss nichts machen. Ich hätte das hier auf. Ah. Verstehe. Geil.
Also ich bin gerade, man merkt es mir wahrscheinlich an, aber ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos. Einfach, weil das Spiel so in-depth ist, im Anführungsstrichen. Also es ist halt wirklich krass einfach nur, wie man hier kombinieren muss und was man machen muss. Jetzt ist es ein bisschen simpel, weil du jetzt einfach hier im Kreis laufen musst. Ich muss hier aber den Totenkopf machen. Was ist denn den jetzt? Ich muss ja auf die andere Seite theoretisch. Hier nach links gehe. Ah ne, da ist nichts gedrückt. Okay. Hier ist nichts gedrückt. Jetzt gehe ich hier runter. Jetzt kommt der Totenkopf. Als letztes soll ich den Schlüssel wieder aktivieren. Hier, damit das Ding runterknallt. Alle geschafft und die Tür geht. Nice. Heißt, okay, jetzt verstanden. Wir haben jetzt unser drittes Zahnrad. Heißt, what? Hä? Was für welche? Was sind das für Viecher? Wo kommen die auf einmal her auch? Wieder hier so ein Moment. What? Mal auf jeden Fall unsere drei Räder. Jetzt alle hier drei reinsetzen, dann geht die Tür rechts auf. Jo. Cool. Oh, was war das? Ich habe gar nichts für meine Nerven. Denkt sich sowas aus? What? Wait. Hä, sind wir wieder am Anfang? Wieder am Anfang? Müssen wir jetzt wieder ins Bett? Liegen wir uns immer schlafen und kommen dann in eine Traumwelt, oder? Wir sind auf jeden Fall diesmal in einer anderen Welt. Wenn wir hier Sachen haben, die uns töten können, ist irgendwie schon wieder kacke. Alter Schwede, ist das geil. Guckt euch das rechts an. Brauchen wir was rein muss. Mach einfach mal. Alte Uhr. Kommt natürlich nicht dort rein, oder? Ja. Da ist ein Schlüssel. Einen Schlüssel haben wir. Aufschließen. Auch nicht. Gehen wir nochmal zurück. Das ist... Kommen wir auf jeden Fall nicht mehr zurück.
Bin auf jeden Fall gerade auch ein bisschen. Aber wir müssen das hier machen. Hier an die Decke laufen. Ja, das jetzt hier umdrehen. Und dann nehme ich wieder zurück. Oh, hier geht es sogar wo ganz anders. In Schlüssel. Liegt eine Karte drin. Eischützer. Jetzt hier an den Band. Nur wieder zurück. Mal drück. Hier weiter. Oh, hier ist. Wenn wir hier rechts weitergehen, da werden wir bestimmt vom, vom Zug. Wo geht's hier noch? Ist richtig schwer, wenn man so denken muss, wo man noch hin kann im Endeffekt, weil man ja noch an die Decke laufen kann. Jetzt hier auf oder zugemacht? War das vorher? So ist, können wir dann dort langlaufen und nee. Weiß es nicht. Oder wir müssen da drüber, oder? Ich weiß aber nicht, ob da irgendwas liegt. Mist, wir gehen jetzt nach links. Zurück. Gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Dort hinten noch ist. Ah, wir können sie jetzt aufmachen, können jetzt hier runterlaufen. Ja. Ist nix. Gar nix. Leider nix. Ach, wir zünden das einfach an mit dem Streichholz und dann geht's weg. Genau. So. Jo, da haben wir diese riesige Uhr einfach hingebaut. Buchstabe T. Können wir die Uhr wieder mitnehmen? Nee. Ah, der T ist der Buchstabe, der da vorne rein muss. Kommen weiter. Gucken wir eigentlich immer zurück, wenn wir irgendwas geschafft haben. Einfach immer zurück. Wieder hier in die. Jetzt wieder schlafen legen. Bevor wir das tun, beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt und gespannt seid, wie es weitergeht, schaltet wieder ein. Danke, euer PJ. Ich bin raus. Ciao.